Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei New German Reviews. Heute mal wieder mit einem neuen Video. Heute gucken wir mal nach Brom. Und gucken mal, was im Broms Lager drumherum war. Weil wir haben eine Mission gekriegt. Von der Dame, die ich jetzt schon vergessen habe, den Namen. Ist ja schon ein paar Stündchen her, ne? Und dann wollen wir mal gucken, ob Brom noch da ist. Oder Brom. Ja, okay. Broms Lager wieder nicht mehr sein. Da war ja Blut und da war er selbst nicht mehr. Aber vielleicht können wir da irgendwas rausfinden mit unserem Schnee und Nebel. Weiß wie Knochen. Chip. Ne, jetzt mal so. Düsterer Vergleich. Ja, stimmt. Ich bin hier falsch abgebogen, richtig? Ja. Okay, ich muss hier runter. Kann ich mit dem. Ja, 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 damit kann ich runter. Mega geil. Geht auf jeden Fall um einiges schneller, damit einfach zu reisen, beziehungsweise halt zu reiten. So, hier ist Broms Lager. Naja, doch nicht. Doch, da oben ist Broms Lager. So kann ich angreifen, ne? Hehe. Alter. Sie ist sau stark. So, einmal den Wächter mitnehmen. Mit den Wächter mitnehmen. Hier sollte überall Blut liegen. Da liegt überall Blut. Keine Leiche. Dahinter muss noch mehr stecken. Das glaube ich auch. Kohleholz, Asche gelöscht. Oder kürzlich gelöscht. Einige Blutstropfen scheinen vom Lager wegzuführen. Okay. Die Spur markieren. Pferdchen, ich nehme mich gleich mit. Wem gehört dieses Messer? Das weiß ich nicht. Ich kann es noch nicht untersuchen, weil du gerade ganz doof vorstehst. So. Hat jemand Brom damit angegriffen? Brom, Brom, das ist dasselbe. Scheint noch mehr Blut zu sein und es führt von hier weg. So, hier haben wir noch mehr Blut. Ganze Blutlache. Gehen wir mal hier weiter. Ich muss schon wieder sagen, das sieht echt geil aus. Da, ein Eimer. Hat jemand das Blut ins Lager gebracht? Vielleicht, um was vorzutäuschen. Die Blutspur endet hier. Aber der, von dem sie stammt, muss auch Spuren hinterlassen haben. Ich will mal fast davon ausgehen, dass der irgendwie Blut ins Lager reingeschüttet hat. Oder? Macht keinen Sinn, oder? Eigentlich nicht. So, hier geht er hoch. Dann gehe ich hier auch mal hoch. Mein Ohr juckt schon wieder. Ah! Beziehungsweise am Ohr juckt schon wieder. So, Heilkräuter muss ich mir auch mitnehmen. Das war kein Heilkräuter, das war Heilkräuter. Nehme ich auch gleich erstmal. Weil viel Leben habe ich nicht mehr. Der Gegner hat mich im Visier. Oh shit. Ich habe keine Munition mehr. Oh shit. Alter, das war knapp. Naja, ich wollte schon den hier haben. Nein! Fuck! Okay. Und was heißt jetzt ganz doof zu sein? Komm. Und weg mit dir. So, du hast auch noch. Und du willst auch noch, ne? Schön im Flug. So, weg mit dir. Und du kriegst auch noch einen rüber. Das kommt mir gelegen. Ja, das kommt verdammt gut gelegen. Okay, ich muss mir Heilkräuter suchen. Ich nenne die jetzt einfach mal Heilkräuter. Sind ja auch Heilkräuter eigentlich. So, heilendes Wirkkraut. Dingskraut. So, hier gehen die Spuren aber weiter. Da haben wir noch mehr heilendes Kraut. So, halte ich mich erstmal. Dann kann es direkt weitergehen. Und vorne haben wir noch mehr, ne? Doch nicht. Aber da haben wir noch was zu sammeln. Da vorne haben wir noch Kraut.
Ja, doch nicht. Mann! Sah so rot aus. So, aber gehen wir mal weiter. Da haben wir noch was zum Kraulen. Genau, Kraut zum Kraulen. So. Ich wollte schon sagen, da steht schon jemand, aber nein, das ist eine Verkäuferin. Und wir sind hier auch direkt beim Tor, wo wir vorhin angegriffen wurden von dem Dämon. Verrückt. Ob das Blut im Lager wohl von diesem Eber stammt? Falls Brun das war, warum soll sein Volk glauben, er sei tot? Und wozu den Schrein schänden? Das sind gute Fragen. Zwei gute Fragen, um genau zu sein. Aber who knows? Was haben diese Plünderer denn da? Was? Die haben da gar nichts, oder? Warte. Nein, scheiße. Ich wollte gerade sagen, die haben doch hinten was auf dem Rücken. Guten Tag. Kritisch angreifen. Oh nein. So, mal gucken, wie viel der kritische Schlag macht. Okay, der macht viel. Nein. Komm hier hin. Nein! Nein! Weg mit dir. Oh shit. War wohl mal ein Lichter. Dem auch immer nicht fallen. Oh nein! Ah, oh, shit! Ich wollte ihm eigentlich ausweichen. Wenn es Brom ist, ist er sehr geschickt mit dem Speer. Na, ja, stimmt. Erstmal wieder heilen. Tollgefäß. Ah, das haben wir den Dings abgeschossen, ne? Den Plünderer. Glaube ich. Dann wir auch nochmal heilende Kräuter. Oder heilende Okon. Nehme ich für unterwegs mit. Wie man es auch nennen möchte. So, Spur markieren. Wo geht's lang? Hier oben geht's lang. Hier geht's lang. Warte, dich möchte ich auch nochmal durchsuchen. Nein. Alles, dankeschön. Und hier nehme ich auch das mit. Es hört sich an wie eine Herde. Oder wie ein riesengroßes Viech, was gerade einfach wieder die Bäume kaputt macht. Also es kann beides natürlich sein. Ich laufe, das ist nur eine kleine Herde. Warte mal, hier ist es hochgegangen. Man hat diese Vorräte geplündert. Brum war sehr lange ausgestoßen. Wozu jetzt Nahrung und Ausrüstung stehlen? Das sind gute. Schon wieder zwei gute Fragen. So, geht da unten lang. Da hängt was. Kann ich da irgendwas von haben? Ne, kann ich ihn leider nicht. Oh shit. Ja, das war so klar. Da liegt doch was. Das sind die Vorräte aus dem Lager. Wozu sie erst stehlen und dann wegwerfen? Vielleicht, weil er angegriffen wurde? Würde für mich jetzt Sinn machen. Im ersten Moment. Vielleicht ist er auch hier oben drauf. Dahin. Oh, schön in Slow-Mo hier. Ich bring mich um. Ich bring mich um, bevor ich ihr weh tue. Guten Tag, Brom. Oder Brom. Ich schwör's. Ich bring mich um. Ich bring mich um, bevor ich ihr weh tue. Du bist kein Geist. Was willst du? Dass du von der Kante zurücktrittst, Brom. Nein. Lass mich in Ruhe. Siehst du nicht, dass ich nachdenken muss? Ich, wie soll ich denn nachdenken, wenn alle mich anschreien?
Bei so vielen Stimmen muss dir bestimmt der Kopf wehtun. Keine Angst, meine Stimme ist sanft und tröstend. Eine sanfte Stimme, wie Olaras. Das ist so lange her. Jahre. Ja. Ja, ich höre zu. Viel besser. Jetzt erzähl mal, was bedrückt dich? Die Geister der Vergessenen. Von der Urmutter verfluchte Seelen. Ihre Stimmen lassen mich nicht in Ruhe. Sie wollen, dass ich Dinge tue. Menschen wehtue. Wenn ich zu den Nora zurückgehe, muss ich vielleicht sogar Olara wehtun. Eher bringe ich mich um, als das zuzulassen. Musst du denn auf die Geister hören, Brom? Sie sprechen jetzt gerade mit mir. Sie sind immer da. Kümmern sich um mich. Leisten mir Gesellschaft. Helfen mir. Außer wenn sie schreien. So wie als dieser Jäger mich niederschlug. Schlag ihm den Schädel ein, sagten sie. Das tat ich. Brom, du lebst. Urmutter sei Dank. Verzeih, dass ich dir folgte. Ich musste selbst sehen, dass er okay ist. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein. Bitte, Schwester. Ich kann dich nicht schützen. Ich brauche keinen Schutz vor dir, Brom. Er fürchtet, dass diese Geister, die er hört, ihn gegen dich aufhetzen. Kann deine Stimme sie verstummen lassen? Ja, so wie es vorher war. Er hat nur einmal jemanden verletzt, der ihn provoziert hat. Ich will dir nicht wehtun. Aber die Vergessenen, ihre Stimmen. Mein Kopf ist voll von ihrem Geschrei. Für die Rückkehr zu den Nora ist Brom noch nicht bereit. Aber er wird dir nichts tun, Olara. Ich weiß, wo ich bleiben kann. Eine Höhle im Berg der Urmutter. Dort könntest du mich besuchen, solange ich stark bin. Das bleibst du, Brom. Ich helfe dir. Danke, Aloy. Ich kümmere mich jetzt um Brom. Mögest du ungehindert von den Vergessenen ins ewige Gedächtnis der Urmutter eingehen. Dankeschön. So. Sucherin vor den Toren. So, wir haben noch. Haben wir noch eine Nebenquest? Ja, hätten wir, aber die ist für Stufe 25. Ich habe wieder zwei Fähigkeitspunkte. Kritische Treffer. Mhm. Alter! Lockruf notwendig. Das will ich als nächstes haben. Ganz sicher. So. Schatzkisten haben wir auch noch ganz viele. Okay. Das haben wir mit. Haben wir auch mit. Haben wir auch alles mit. So, herstellen. Kann ich irgendwas herstellen? Zum Beispiel von der Tragekapazität her. Jägerbogenköcher. So. Outfitbeutel, Rohstoffbeutel. Ich brauche reichhaltiges Fleisch. Kriege ich reichhaltiges Fleisch? Wow! Ja, das war wieder perfekto von mir. Kriege ich reichhaltiges Fleisch durch zum Beispiel ein paar Tierchen töten? Mal gucken, ich probiere es mal mit aus. Ich habe sowieso noch ein bisschen Zeit in der Folge. Also werde ich das Ganze auch mal ausprobieren. Und who knows? Das brauche ich vielleicht noch. Ja, das wirst du noch brauchen. So, sind hier irgendwo kleine Hasen oder Füchse oder irgendwas, was ich halt für Nahrung gebrauchen könnte? Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Da vorne.
So, was krieg ich von ihr? Knochiges Fleisch. Okay. Ich brauche kein knochiges Fleisch. So, nochmal was trinken und was essen. Das ist ein kleines Häschen. So leid es mir tut, aber ich brauche die Sachen. So. Fettes Fleisch. So, hier oben waren noch die Füchse, oder nicht? Ich glaube schon. Ah, da habe ich es doch gesehen. Ach nein, das ist was Falsches. Aber egal. So, gucke ich mal eben nach, ob ich hier noch irgendwo Füchse finde oder so. Sonst gehe ich gleich mal zum Händler. Und suche mir da meinen Stuff, den ich brauche. Muss ich nicht hier hoch? Weiß nicht, hier oben und dann da irgendwo rüber? Ich hoffe, ich fand ein Schwein. Da ist eins. Scheiße. Komm jetzt hin. Ups. So, hier war das doch. So, Wildschwein. Reichhaltiges Fleisch. So, nochmal gucken, was ich brauchte. Ich habe es nämlich jetzt schon vergessen. Mega gut. Da. Wie reichhaltiges Fleisch brauchte ich, okay. Warum auch immer man reichhaltiges Fleisch dafür braucht. Um Köcher dafür, um Beutel dafür mal zu machen. Weiß ich auch nicht. Ich mache nicht so oft Beutel. So. Aber sonst ist hier so groß gar nichts, ne? Wenn ich mal so rüber gucke. Ich glaube nicht. So. Sonst könnte ich mal gucken, ob man das beim Händler findet. War ich denn irgendwo hier in der Nähe ein Händler? Mutterherz. Läuferareal. Da habe ich einen Händler. So, gehe ich mal zum Händler hin. Der ist sogar noch auf dem Weg. Oh, da haben wir auch ein Wildschwein. Keine Munition. Ja, geil. Wie die Pfeile fliegen, ne? So voll realistisch. Einfach so einen Bogen mittendrin machen. Voll gut. So, reichhaltiges Fleisch. Ja, jetzt habe ich 5 reichhaltiges Fleisch. Jetzt kann ich, glaube ich, mir einen größeren Dings bauen. Okay, gut, dass ich nur so tief gefallen bin. Noch weiter wollte ich nicht unbedingt fallen. Oh. Oh nein, bleib stehen, bleib hier. Kann ich das nicht bei dir vorne reinstecken? Na, komm. Meine Güte, ich wollte nur... Da vorne sind noch Läufer. Aber da vorne ist noch ein Läufer. So, einen Wächter nehme ich nochmal mit. So, einen Läufer versuche ich mal hier anzulocken. Alter. Komm hier. Moment. Oh. Gut, dass das keiner gemerkt hat. Alter, ich kann nicht überbrücken.
Oh nein. Angreifen sollst du ihn nicht. Okay, dann hat sich das schon mal erledigt. Okay, ich laufe jetzt einfach zum Dings hin. Na gut, Planänderung. Scheiße, ich dachte, ich kann dich überrücken. Kann ich aber nicht. Ich laufe einfach weg. Einfach weglaufen, das ist immer eine gute Methode. So, und was ich jetzt mal eben da gucken wollte, ist einfach nur mal eben, ob ich da auch solche Sachen kaufen kann. Weil das würde mich doch wohl ein bisschen interessieren, ne? So, hier haben wir nochmal einen Wächter. So. Und hier vorne hin. Und dann... Mal gucken, was hast du denn? So, Stolperfallen. Du hast doch mehr Waffen. Alter, Schattenschleuder. Jägerbogen, den will ich haben. Ich glaube... Ah ne, den habe ich ja schon, stimmt. Haha. So, Outfits. Boah, gibt's voll viele jetzt. Sehr seltene Outfits. Was geben die mir denn? Okay, den will ich wohl haben. Was heißt denn schwer? Dass sie... Ich denke mal, dass ich dann schwer gerüstet bin vielleicht. So, stimmt. So, kann ich hier... Spezialobjekte, Karte... Okay, kann ich nicht sowas kaufen wie... Wasser. Wie Fleisch oder so. Gut zu wissen. So, dann stelle ich mir mal kurz was her. Ups. Nein. So, mehr Rohstoffe. Modifikationsbeutel. Nein, den brauche ich nicht. Trankbeutel. Jägerbogenbeutel. Fettes Fleisch brauche ich dafür. Und Schweineknochen. Was heißt in den Waffenbeutel? Plus 5 Kapazität. Okay. Dann kann ich 10 Waffen mitnehmen. Ich werde aber erstmal den Rohstoffbeutel vergrößern. Den Waffenbeutel kann ich ja sowieso vergrößern. Den kann ich auch erstmal vergrößern. Weil da habe ich ja erstmal... Das sind die Standardsachen. Hier auch. Hier nicht, hier nicht. Und hier auch. Dafür habe ich jetzt gerade Loh aufgegeben. Egal. So, Munition. Da hau ich mal welche raus. Hier hau ich mal welche raus. Mach ich auch mal mit alle. Ich habe ja genug von allem. So ist ja nicht. So. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen hoch geben und so weiter und so fort. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.